dass wir mehr bräuchten. Gut, die Förster hier können wir uns leisten. Also die Forsthütte mit dem Fischer dran. Bei Holzproduktion sollte nicht das Problem sein. Da können wir auf jeden Fall die beiden Territorien locker einnehmen. Wie sieht es so aus mit dem Imperator? Also ja, drei Sektoren müssten wir auf jeden Fall noch einnehmen. Darunter der Spezialsektor. Den werden wir nicht mit Waffengewalt, sondern mit Gelehrten einnehmen. Also ja, da geht halt auch ziemlich viel Nahrung futsch. Aber ich glaube, unsere Mehlproduktion und unsere Weizenproduktion, das hält alles noch recht gut. Und ja, ich bin ja zum Beispiel froh, wenn ich die beiden dann auf Fleisch umstellen kann. Also ja, die Bäume hier wegholzen, dafür bräuchte ich halt noch. Tja, der Stein für die Händler, der kommt langsam. Sehr, sehr langsam. Ja, ich sollte wirklich gucken, dass ich... wo sind hier die Steinbrüche? Ja, denn bitte. Weil das Ding sollte Stein haben. Eigentlich. Ach, hier hinten. Ja. Ich habe jetzt mein Militär, also nehme ich die beiden Sektoren mal ein. Und gucken wir mal, wie sieht die Armee beim Observatorium aus? Ist noch nicht sonderlich stärker geworden. So, holen wir uns den Sektor. So, ich hätte die 8 Geistlichen, um den Sektor zu bekehren. Was auch schon mal gut ist. Schließt neues Land, mein Freund. Großartig. So, dann können wir hier schon mal eine Berghütte errichten. Und ja, dich pausiere ich mal. Oh, unsere Fischerhütte ist fertig. Sehr schön. Hm.
Du kriegst jetzt langsam Verpflegung. Das ist auch gut, dass du Eisen schmelzen kannst. Ja, weil jetzt brauchen wir keine Verpflegung mehr für Mönche. Gut. Stellen wir einen von euch mal auf Geologe. So, da kommen unsere Mönche, um das Gebiet zu bekehren. Bowen kann auf jeden Fall nicht... bei uns einmarschieren. Sie hat übrigens den zweiten General, das habe ich übrigens noch nie gezeigt. Man kann nämlich hier Generäle anheuern. Und zwar je nachdem, wie hoch unsere Kaserne ist, können wir maximal 4 Generäle haben. Also 4 Armeen. Und jeder General hat halt so seine Vor- und Nachteile. Beziehungsweise seine Stärken, Schwächen eigentlich eher nicht. Zum Beispiel Kudibert, die Knochenmühle, ist reiner Nahkampfexperte. Der hat dann halt hier eine goldene Spitzhacke, goldene Helebarde. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Oh, eine Eroberungsbelohnung. Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Weiter so. Ja, nehmen wir mal das. Und dann nehmen wir das hier. Ja. So, jetzt können wir hier die Bäume abreißen. Wir können theoretisch hier. Genau, eine Getreideproduktion errichten. Auf der anderen Seite können wir Schweine produzieren. Bräuchten wir eigentlich nur noch Wasser. Aber ja, erst einmal hier ein Lagerhaus. Da den Anschluss für die Steinmetze. Und ja, theoretisch könnte ich jetzt hier der Zone eine zusätzliche Baumeisterhütte errichten, um die Baugeschwindigkeit zu erhöhen. Aber ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Und ja, jetzt müsste mittlerweile das hier genau schwieriger geworden sein, nämlich 3-3-1 statt 2-2-1. Ich glaube aber nicht, dass wir das Observatorium brauchen. Ich glaube, wir nehmen hier den Imperator auf jeden Fall weg. Das können wir nämlich ganz leicht. Sie kann nämlich keine weiteren Sektoren mehr erobern. Wir schon. Weil sie kommt nicht durch unsere Befestigung durch, solange sie keine Kanonen hat. Und ja, wieder zurück zu den Generälen. Das hat mich ja vorhin abgelenkt. Also zum Beispiel Kunibert, die Knochenmühle, ist Nahkämpfer. Das heißt, im Gegensatz zum... ihrem General. Sie hat nämlich Gustav den Gescheiten angeheuert. Gut in Nah- und gut im Fernkampf. Dann gibt es noch Theobald den Taktiker. Führer von Musketieren oder Kanonieren gegen feindliche Soldaten, also Fernkämpfer. Dann Hugo der Heilsporn, Angriff auf Befestigung.
Bruno der Besonne, gut im Fernkampf und im Angriff auf Befestigung und Siegfried der Spezialist. Hervorragend, wenn es um die Erstürmung der Befestigung geht. Gut im Nahkampf, gut im Angriff auf Befestigung. Also rein Nahkampf, nah fern. Rein Fernkampf. Nahkampfbefestigung, Fernkampfbefestigung und nur Befestigung. Das sind dann diese Symbole hier. Also ihr seht die Standardgeneräle. Meiner auch ebenso. Hat gar kein so ein Symbol. Gustav der Gescheite hat hier jetzt eine silberne Hellebarde und eine silberne Muskete. Was bedeutet, er ist gut im... Er hat einen Bonus auf Nahkampf, einen Bonus auf Fernkampf. Wenn man eine ein goldenes Symbol da jedoch hat, dann ist der General gut, nur gut in der einen Sache, aber besser. Also noch besser. Und ja, so jemanden anzuheuern, das braucht's Gold. Ziemlich viel Gold und Waffen. Und Waffen wollen im Augenblick irgendwie keine produziert werden. Oder liegt es daran, dass wir hier aufgestockt haben? Könnte auch daran liegen. So. Wir kriegen auf jeden Fall jetzt mehr Kohle rein, dadurch, dass wir auch einen... auch eine Kohlemine haben. Und ja, den Holzfäller hinten geht langsam das Holz ein bisschen aus. So, dann kann ich das ja eigentlich auch wieder anwerfen. Ja, Metropole werden wir sie nicht überrumpeln können, aber als Feldmarschall wahrscheinlich. Wie sieht es mit Fleisch aus? Okay, das erste Fleisch haben wir noch nicht produziert. Ja, der Sonnenkönig könnte noch problematisch werden, sehe ich gerade. Gut, aber ich würde sagen, wir sollten jetzt dann hier speichern demnächst. Außer eigentlich Eisen und... Achso, Holz ist ein Problem. Ah. Ja, an Holz zu kommen ist eine Schwierigkeit. Wir könnten... Ja, da sollten wir uns hin etablieren. Und wir können auch anfangen, hier jetzt Bier gegen Dings zu... produzieren, Bier zu verkaufen.
Gut, aber jetzt werde ich speichern. Überschreiben wir uns das Let's Play. Und dann gibt es erstmal einen Cut. Bis gleich.